Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Grim Fandango. Wir sind jetzt hier im versteinerten Wald. Und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal um. Ob es hier irgendwelche Sachen gibt, da kann man, gucken wir mal. Ah, El Maro, meine Heimatstadt, auf dass ich sie nie wiedersehe. Na gut, dann gehen wir mal hier rüber. Und schauen mal. Oh! Gottes! Glattis, mein Freund, warum weinst du denn? Manny, oh Manny, sie haben mich gefeuert. Mich auch, Kumpel. Aber du verstehst das nicht, Manny. Ich wurde nur für diesen Job geschaffen. Es ist das Einzige, das mich glücklich macht. Es ist, als hätte man meine Brust gepackt und mein Herz herausgerissen und es dann in den Wald geworfen. Glottis, was hast du getan? Oh, Glottis. Nicht gut. Da hat der Glottis sich einfach sein Herz selbst rausgerissen. Okay, er schläft jetzt. Okay, das ist auch sehr nett. Dann gehen wir mal, würde ich sagen, gucken nach dem Herz. Oh nein. Okay, die Spinnen haben sich das schon einverleibt. Also nicht einverleibt, aber zumindest schon mal geschnappt. Was haben wir denn hier so? Okay. Ich würde sagen, nehmen wir mal einen Knochen. Ich schätze, einer als Reserve kann nicht schaden. Können wir den da reinschmeißen? Essen ist fertig. Sie scheinen sich nicht sehr für diesen Knochen zu interessieren. Okay, ja, wie gesagt, ich habe das Ganze in einem Let's Play schon mal gesehen. Ich dachte eigentlich, ab hier wäre es so halb blind, aber ich kann mich doch noch relativ erinnern. Wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir das Herz da wieder rausbekommen. Und wir können, nachdem wir jetzt den Knochen damit benutzt haben, können wir jetzt die Sense damit benutzen. Und damit schießen wir das Herz hier raus. Oh, arme Spinnen haben kein Dämonenherz mehr zum Naschen. Okay, ich würde sagen, wenn ich mich hier recht erinnere, ich glaube, was gibt es da noch zu gucken? Achso, was wollen die denn darin fangen? Eulen? Ja, von der Größe her auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen hier wieder raus. Da gibt es sowieso nicht mehr zu sehen. Und ich würde sagen, wir können das Herz nehmen und dann versuchen wir mal, Glottis das wieder einzusetzen. Es schlägt noch. Das ist gut. Oh, Herz! Herz ist gut. Sei gut zu Herz. Reiß Herz nicht raus. Herz ist gut. Starkes, gutes Herz. Hey, ist das mein Wagen? Mr. LeMond, ich versichere Ihnen, dass wir die Frau finden. Ich persönlich werde mich darum kümmern. Genauso wie Sie sie persönlich aus dem Land der Lebenden geholt haben? Ich hatte es ja vor, aber Calavera ist mir irgendwie zuvorgekommen. Wir haben Ihnen den schnellsten Wagen gegeben, Domino. Die besten Kunden. Sie hatten alle Vorteile. Wie zum Geier konnte dieser Calavera Ihnen diesen Happen wegschnappen? Oh, aber Hector, sei nicht so hart, Domino. Es war nicht seine Schuld. Du hast recht, Don. Es besteht kein Grund, hart zu Domino zu sein. Schließlich war er nicht Leiter der Operation. Zumindest nicht bis jetzt. Hector, nein! Ringelblume? Komisch. Aus irgendeinem Grunde hatte ich Tulpen erwartet. Nun, vielleicht bei Mr. Calavera, Domino? Geh doch bitte mal persönlich runter und hol ihn, ja? Je eher er ersprossen ist, desto eher können wir uns wieder unseren Geschäften widmen.
Lust auf eine Spritztour? Ich dachte schon, du würdest nie fragen. Okay. Das heißt, wir sind da auf jeden Fall in einen komischen Hinterhalt in dieser Firma geraten. Fahren wir erstmal hier rechts. Sagen wir, bauen uns von rechts nach links rüber. Ich hole Mano, was sind denn das für diabolische Weihnachtsbäume, Glottis? Glottis? Manny, sieh dir mal diese Schubkarre an. Mit zwei ordentlichen Breitreifen hinten und einem Zweitakter Rasenmähermotor gebe das Ding hier ein klasse Go-Kart ab. Okay, das hat, glaube ich, jetzt ein Rätsel, was hier mit der Pumpe zu tun hat. Wir gucken uns die mal an. Okay, ich dachte, da gäbe es jetzt vielleicht Infos. Das Ganze hat auf jeden Fall mit der Pumpe zu tun. Ich versuche mal, ob wir... Lauf da mal was schneller, Mensch. Ob wir hier die Schubkarre nehmen können. Okay. Ich glaube, wir müssen das Ganze hier ins richtige Taktgefühl bringen. War zu spät. Immer noch zu spät. Wieder zu spät, okay. Okay, ich glaube, wenn wir jetzt da runter gehen, genau, dann müssen wir nur noch durch hier. Dann müssen wir noch hier das einmal wieder synchronisieren. Genau, und dann noch einmal ganz links das... Okay, noch nicht ganz. Okay, das müsste es eigentlich... Okay, und jetzt musste da, glaube ich, damit auch was wirklich passiert. Sieht schon besser aus. Das war's nicht. Okay.
Ach, wie war das denn? Das war so. Oh, Vorsicht, Manny. Solange der Stabilisator ausgeschaltet ist, könnten die Pumpen den Baum in Stücke schütteln. Oh, obwohl... Oh, wenn wir den Baum umreißen könnten, würden sich die Pumpen lösen und ich könnte hochliegende Stoßdämpfer für die Knochenschleuder daraus bauen. Moment. Ich werde mit diesen Gewichten eine Unwucht in das Rad bringen. Das schüttelt sie bestimmt runter. Okay, gib mir noch eine Sekunde, um die Dinger auszubalancieren. Ah, Manny, was machst du da? Ich glaube, das war so. Bisher sind wir wie Ratten über den Boden gekrochen. Aber jetzt werden wir fliegen. Wie Adler, ja. Wie Adler. Auf Pogo-Stöcken. Da bin ich aber froh. Und ich dachte schon, unser Auto sei nicht protzig genug. Steig ein, oder leidest du unter Höhenangst? Okay, also haben wir jetzt ein weiter aufgemotztes Auto, was besonders sehr wichtig ist in der Situation gerade. Gucken wir mal, was hier ist. Was machst du da? Weißt du denn nicht, was auf der anderen Seite des Tors ist? Klar, der Weg, der aus dem Wald hinausführt. Dämonenbiber, Manny. Die werden aus deinen Knochen einen Damm bauen. Entspann dich, Geppetto. Ich bin nicht aus Holz. Aber Manny, die verwenden doch kein Holz. Okay. Oh je. Die Dämonenbiber. Okay, das Ganze hat sich dann, glaube ich, hier erledigt. Fahren wir mal in eine andere Richtung weiter. Los, Glottis. Wir brettern einfach durch das Tor und fahren diese kleinen Monster platt. Lieber nicht, Manny. Diese flammenden Knochenbiber sind üble Gesellen. Sie beißen, kratzen. Und wenn sich einer um meine Antriebswelle wickelt, kann ich die nächsten Monate brennende Felsstücke aus dem Motor klauben. Ich fahre da erst runter, wenn du sie vertrieben hast. Okay. Also müssen wir da mal gucken. Okay, es gab, glaube ich, hier noch ein Rätsel. Mit diesem Wegweiser hier vorne. Ja, okay, jetzt haben wir einen Wegweiser in der Hand. Platz. Ich schleppe das Ding keinen Meter. Was ist mir zu deprimiert? Okay. Das heißt, mitnehmen können wir es nicht.
nicht. Okay, das zeigt also jetzt hier hoch. Ich glaube, da müssen wir folgen. Das war ja hier so die Richtung. Okay, müssen wir weiter in die Richtung. Okay. Also weiter hier ein bisschen schräg nach unten. Okay, noch ein Stückchen weiter in die Richtung. Okay, und da sind wir jetzt ein bisschen zu weit wahrscheinlich. Dann nehmen wir mal ein Stück hier zurück. Das ist die Luke. Da konnte ich mich noch dran erinnern. So, hier haben wir einen Schlüssel. Den nehmen wir uns mit. Ich lasse ihn mal etwas schneller laufen. Das dauert ja sonst Ewigkeiten. Sieht aus wie eine Art Warnung. Sie reißen dir die Knochen aus und bauen einen Thron daraus. Ihr Höllenfürst sitzt dann bei Festen auf deinen kläglich Überresten. Dieser Schlüssel öffnet das Tor zur Hölle, Reisender. Sieh dich vor. Okay. Ich kann mir doch keinen alten, gruseligen Schlüssel entgehen lassen. Ja, das denke ich auch. Wir stecken uns den ein. Und dann gehen wir mal hier rechts weiter. Da ist ein Schloss, das haben wir eben auch gesehen. Das heißt, ich nehme jetzt den Schlüssel einmal raus. Ah, das hier war er. Dann benutzen wir denn da. Bei den Monstern auf der anderen Seite bin ich ganz froh, dass abgeschlossen ist. Okay, dann war das anders. Dann gehen wir nochmal hier durch. Vielleicht können wir ja doch irgendwas tun. Okay, dann nehmen wir mal ein bisschen hier was mit. Okay. Ich meine, genau, da können wir hier den Knochen jetzt in den Teersee werfen. Dadurch springt jetzt der feurige Geselle da oben hinterher. Okay,
Ja, das funktioniert, glaube ich, jetzt. Wenn ich das jetzt noch so schnell schaffe. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch funktioniert hat. Okay. Wenn ich mich recht entsinne, müssen wir den Feuerlöscher schon benutzen, wenn der springt. Das heißt, da ist Timing gefragt. Also gehen wir hoch, holen uns nochmal den Knochen hier. Gehen nochmal nach unten. Schmeißen das da rein. Machen direkt das Inventar auf. Ob das Ding auch für Nagant zugelassen ist? Genau. So, und das müssen wir jetzt so oft machen, bis keine Biber mehr da sind. Das heißt, wir holen uns nochmal einen Knochen. Ich weiß nicht, ob wir zwei Stück direkt mitnehmen können. Dann würde ich jetzt direkt zwei mitnehmen. Okay, das scheint zu gehen. Dann gehen wir damit nochmal wieder runter. Werfen den Knochen hier wieder rein. Schmeißen den Feuerlöscher an, der eigentlich schon längst leer sein müsste bei der Größe. So, ist der nächste Biber weg. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir im Inventar noch Knochen haben. Perfekt. Etwas hat das Mark ausgesaugt. Und dann löschen wir den auch noch. Ich hoffe, das war der letzte. Das sieht aber gut aus. Da kommt keiner mehr nach. So, damit haben wir die Brücke frei. Und im Endeffekt können wir jetzt Glocknis holen, das Tor öffnen und da weiter. Ich würde sagen, das machen wir noch eben und dann beende ich den Part. Beziehungsweise ich kann schon mal gerade mit dem Schlüssel das Tor aufmachen, dann können wir mit Glocknis direkt durch. Dieses Außentor ist riesig. Ich brauche Glottis, um es zu öffnen. Okay. Manny, ich weiß nicht, ob es mir gefällt, über andere Leute zu fahren. Sie spüren nichts mehr. Sie sind tot. Du bist auch tot. Aber trotzdem würde ich dich nicht überfahren wollen. Ja, Glottis, weil du und ich Freunde sind. Oh, Manny. Wir sind hier, um Sie zu retten. Hey, hört mit dem Krach auf. Die ganze Stadt schläft schon. Aber ich will heizen. Wenn die erstmal meine Abgase schlucken, dann sind wir das Stadtgespräch. Du hast recht. Wir brauchen einen Ort, an dem wir das Ungetüm verstecken können. Wo wir gerade von Verstecken reden. Ob Matche schon hier ist? Ich sehe mal, was ich rausfinden kann. Übrigens kein schlechtes Grundstück. Könnte man was daraus machen. Okay, laut meiner Uhr haben wir die 20 Minuten erreicht. Ich glaube, wir sind sogar schon ein wenig drüber, weil ich zu spät den Timer gestartet habe.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen oder Kommentare sind auch natürlich erwünscht. Abos würde ich mich auch drüber freuen, aber das ist natürlich immer auch Geschmackssache. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss!